Interessant. Sehr interessant. Hey, Sammy, was machst du da? Erinnerst du dich an das Super Sam Schrumpfspray, an dem ich gearbeitet habe? Es war ein Erfolg. Sieh dir das an. Ich habe aus Versehen ein paar deiner Puppen geschrumpft. Mit versehentlich meine ich absichtlich. Warum sind es immer meine Sachen, mit denen du experimentierst? Nun, seit Peter ein neues Sicherheitssystem an seiner Schlafzimmertür installiert hat, habe ich Schwierigkeiten. Egal, das ist nicht wichtig. Die Puppen sind super klein und haben kein Zuhause. Okay, wir brauchen ein kleines Puppenhaus. Und ich weiß auch schon, was wir machen müssen. Wartet hier, Freunde. Geht nicht weg. Wir sind gleich wieder da. Sam, was machst du da? Wir wollten ein Haus bauen. Ein winziges Haus mit winzigen Requisiten. Ist schon gut, Sam. Das müssen wir nicht machen. Wir nehmen ganz normale Requisiten. Das macht alles viel einfacher. Was für ein Haus bauen wir? Es gibt so viele Möglichkeiten. Baumeister Sam meldet sich zum Dienst. Und ich habe auch schon ein paar Entwürfe gemacht. Wow, Sam, das ist aber ehrgeizig. Ein Pool? Okay, los geht's. Alle Materialien sind in der Kiste. Wir fangen mit dem Pool an. Der wird definitiv Wellen schlagen. Wirklich, Susi? Ich bin derjenige, der die Witze macht. Oh, ich war so stolz auf diesen Witz. Wir brauchen jemanden, der den Pool testet. Mein Freund Quarky ist bereit. Wie ist das Wasser? Er genießt es, Susi. Ich werde mich am Pool entspannen und an meiner Bräune arbeiten. Mach es dir nicht zu bequem, Sammy. Ich brauche deine Hilfe. Das braucht Licht. Die Puppen müssen sehen, was sie machen. Licht? Wir brauchen etwas Episches. Ein richtiges Statement-Stück. Und ich habe genau das Richtige. Wow, klingt, als hätte sich Sam etwas Besonderes ausgedacht. Was meinst du, Susi? Ziemlich gut, oder? Das ist eine gute Idee, aber vielleicht ein bisschen zu groß. Wir müssen kleiner denken. Kleiner? Moment mal, ich hab's. Pascals? Das ist es. Perfekt, Sam. Wir machen einen Kronleuchter aus der Büroklammer. Wir brauchen etwas Elegantes. Das können wir benutzen. Das habe ich auf der Suche nach Piratenschätzen gefunden. Zum letzten Mal, Sammy. Das war keine Schatztruhe, das war mein Schmuckkästchen. Es war trotzdem ein episches Abenteuer. Wow, das sieht wirklich toll aus, Sam. Jetzt können wir den Rest des Hauses fertig machen. Die Puppen wollen eine gute Aussicht haben, also brauchen wir viele Fenster. Die Wand ist ein bisschen langweilig. Warum schmücken wir sie nicht? Ich bin schon dabei, Susi. Ich verpasse hier ein bisschen Sam-Magie. Und ich arbeite weiter an den Fenstern. Wow, ich liebe diesen Look. So schick, so modern. So, Sammy, du weißt schon, einfach perfekt. Was kommt als nächstes? Na, ich weiß. Wir brauchen Treppen. Überlass es mir, Susi. Ich mache die besten Treppen, die du je gesehen hast. Es ist wichtig, dass jedes Holzstück gleich groß ist. Zweimal messen, einmal schneiden. Das sage ich immer. Ups, sieht aus, als müsste ich wieder ans Zeichenbrett. Ich hoffe, du hast ein gutes Buch, Susi. Das könnte eine Weile dauern. Schon gut, Sam. Hier ist eine Treppe. Puh, das ist eine Erleichterung, denn es lief nicht nach Plan. Ich glaube, wir können jetzt alles zusammensetzen. Es nimmt langsam Form an, aber wir brauchen noch Möbel, Susi. Oh, du hast recht. Lass uns das Zimmer dekorieren, bevor wir weitermachen. Ich mach die Couch, Susi. Ich habe mir Tutorials angesehen. Diese Farbe ist diese Saison total angesagt. Das wird sehr gemütlich, Susi. Vertrau mir. Ja, ich kann es kaum erwarten. Meine Arbeit hier ist getan. Ich bin sehr stolz darauf. Es sieht wunderbar aus. Und das ist der perfekte Platz dafür. Ich dachte, wir könnten es als Dekoration verwenden. Das gibt dem Ganzen eine gemütliche Atmosphäre. Jeder Pool braucht eine Schwimmhilfe. Wohnzimmer und Pool sind fertig.
Jetzt können wir uns an die Küche machen. Wir bauen Küchenmöbel. Wow, manche Rezepte sind unglaublich. Susi, wir brauchen einen Kühlschrank, um all die leckeren Sachen aufzubewahren. Ich meine es ernst, wir brauchen wirklich einen. Gute Idee, Sam. Große Geister denken bekanntlich gleich. Oh oh, wir brauchen auch Fotos, um sie an den Kühlschrank zu hängen. Lächeln! Die sind perfekt, Sam. Und verdienen einen Platz am Kühlschrank. Meine Küche ist komplett ohne Herd. Ich werde dran arbeiten. Super. Während du das machst, mache ich den Tisch. Herd und Stühle sind fertig. Warte mal, das muss ich ausprobieren. Ich koche etwas Leckeres für die Puppen. Ich koche etwas ganz Besonderes. Oh, das klingt lecker. Ich bin gespannt, was du kochst. In der Zwischenzeit werden diese Stühle den Tisch perfekt ergänzen. Ich konnte meine Kochutensilien nicht finden, Susi. Also benutze ich stattdessen eine Säge. Das wird lecker, Sam. Das werden leckere, gesunde Snacks für die Puppen. Wir brauchen unbedingt Pflanzen im Haus. Da wird Mutter Natur aber stolz sein. Wow, sieht aus, als wäre ich gut im Gärtnern. Vielleicht hätte ich im Garten arbeiten sollen, anstatt zu kochen. Es lief nicht nach Plan. Ach, Sammy, der Gedanke zählt. Stattdessen werde ich einfach Essen bestellen. Das ist viel sicherer. Hallo? Ich brauche Essen. Expresslieferung. Gut gemacht, Sam. Und wir brauchten nicht mal die Feuerwehr. Jetzt können wir die Küche aufbauen. Puh, das ist wirklich ein Workout. Sieht gut aus. Die Puppen müssen uns zum Essen einladen. Und dieser Teppich bringt wirklich alles zusammen, wie ein Herzstück. Wir dürfen den Tisch und die Stühle nicht vergessen. Wow, das haben wir toll gemacht. Aber wir müssen noch eine Etage draufsetzen. Worauf warten wir noch? Bist du bereit, das Bad und das Schlafzimmer zu machen, Sammy? Der Bodenbelag ist schon da. Ich bin gleich bei dir, Susi. Ich muss mich nur kurz waschen. Du siehst so entspannt aus, Sam. Die ganze Arbeit macht mich müde. Soll ich dir ein Bett machen? Ja, gerne. Aber denk dran, es ist für die Puppen. Das weiß ich doch. Schließlich bin ich Profi. Und warum habe ich ein schlechtes Gefühl dabei? Es wird das bequemste Bett aller Zeiten. Bis jetzt läuft alles gut. Manchmal überrasche ich mich selbst. Du bist so bescheiden, Sammy. Ich mache auch die kuscheligste Decke. Es wird wie eine warme, flauschige Umarmung. Langsam fühlt es sich an wie zu Hause. Und hier können die Puppen lernen. Meine Decke ist fertig. Schau sie dir an. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Alles in Ordnung, Sam? Das hat sich nicht gut angehört. Oh, ich bin ein gruseliges blaues Gespenst. Du siehst ja wirklich interessant aus. Ich weiß, ich werde Peter erschrecken. Oh, Sam, mach das nicht. Das wird so lustig. Autsch. Der Witz geht wohl auf meine Kosten. Ich hab doch gesagt, das ist fürs Puppenbett, nicht um Leute zu erschrecken. Irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht was. Wie wär's mit Kissen, Susi? Die Puppen werden wunderbar schlafen. Genau, was wir brauchen, Sammy. Danke. Jetzt fehlen nur noch die letzten Details. Ich glaube, die Puppen werden sich hier sehr wohl fühlen. Durch das Dachfenster können sie die Sterne sehen. Wow, das ist so magisch. Ah. Juhu, das ist wirklich zauberhaft, Sammy.
Puh, was für ein Tag. Susi, wir könnten ein Problem haben. Ich habe noch ein Experiment gemacht und Riesenspray entdeckt. Die Puppen sind jetzt riesig. Wirklich riesig. Was? Sam, was sagst du da? Wir müssen ihnen ein riesiges Haus bauen. Sofort. Uff, dann fangen wir mal an. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal, Leute.